Ja, was ich noch, also eine ganz wichtige Kennzahl meiner Meinung nach ist eben auch noch die Dividende. In welchem Zeitraum eine gewisse Aktie bereits Dividende ausschüttet und ob diese letztendlich stetig steigend ist. Also das heißt, es gibt immer mal wieder eine Dividendenerhöhung bei einer Aktie und wurde seitdem nie wieder gekürzt. Wie lange ist dieser Zeitraum? Ne? War das 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre oder noch länger, wie zum Beispiel irgendwie so Shell oder sowas, die waren irgendwie seit 40 Jahren, haben die nie, nicht ein einziges Mal ihre Dividende gekürzt. Das ist halt in der Regel immer ein gutes Zeichen. Und dann in Kombination mit dem Kursverlauf, ja, also wenn jetzt so eine Aktie einigermaßen, ja, wie soll ich sagen, aufwärts läuft vom Kursverlauf her, in Kombination mit einer steigenden Dividende. Denn eine Dividende steigt ja sozusagen meistens auch bei denen, die relativ, also vom Kursverlauf relativ negativ verlaufen. Da gibt es auch einige Beispiele, wie zum Beispiel dieses Altria oder sowas. Ja, die haben jetzt irgendwie über 7% Dividenden. Rendite, aber sind halt vom Kurs her in den letzten 2 Jahren irgendwie stark um 200% gefallen oder sowas. Na, dann bringt mir die Dividende auch wenig. Also sollte mindestens ein leichter Aufwärtstrend sein, seitwärts bis leichter Aufwärtstrend. Meistens haben die Aktien, die einen sehr starken Aufwärtstrend haben, eben auch keine große Dividende, bis gar keine, weil sie halt logischerweise alles reinvestieren. Und dadurch eben mitunter dieser starke Kursaufwärtstrend zustande kommt. Das heißt, diese Kombination muss einigermaßen stimmen zwischen Kursverlauf und Dividendenausschüttungen und stetig steigenden. Und ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Gazprom. Ja, die ist sehr lange seitwärts gelaufen, hat aber auch immer schon eine gute Dividende gezahlt von 5% oder sowas. Oder am Anfang weniger, 3 bis 4%. Und dann hatten sie die einfach nochmal verdoppelt und ist gleichzeitig der Kurs auch in die Höhe gesprungen. Und das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ja. Da gibt es aber auch ganz viele Gründe noch, warum jetzt bei Gazprom letztendlich da jetzt ganz viele Leute plötzlich hinschauen. Da mache ich nochmal ein extra Video drüber. Ich habe ja schon oben, verlinke ich nochmal, schon mal ein paar Videos letztes Jahr dazu gemacht. Ist auf jeden Fall auch eine Aktie, die man vielleicht langfristig auf die nächsten 5 bis 15 Jahre mal schauen sollte. Denn Gas wird ein ganz, ganz wichtiges Thema werden in der Zukunft und ich rede jetzt hier nicht unbedingt von, also ganz, ganz einfach dafür, also egal welche Krise da kommt, ja, nur ganz kurz Ausflug ins Thema Gas. Egal welche Krise da kommt, wir werden immer heizen, ne? Also mal angenommen, Worst-Case-Szenario, unser Geldsystem bricht komplett zusammen. Wirst du deshalb deine Heizung abdrehen? Und mit 0 Grad oder mit 10 Grad minus im Winter, na gut, unsere Winter sind nicht mehr so kalt, mit 10 Grad minus im Winter in deiner Wohnung sitzen, nur weil das Geldsystem zusammenbricht? Nein, du wirst trotzdem die Heizung aufmachen. Also. Und zum Beispiel Deutschland ist der größte Kunde und mitunter der größte Kunde in Europa von der Gazprom, hat wahrscheinlich mit dem Schröder zu tun und so weiter. Long story short, ich komme dann auch gleich noch zum letzten, also nochmal abschließend, was ich persönlich nochmal sagen würde. Insgesamt zum Thema Aktienauswahl, ja. Dividende versus Kursverlauf. Dieses Spiel muss passen und das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiges Kriterium, wenn du dir eine Aktie aussuchst, ja. Okay, ja, also Cashflow war sehr wichtig, die anderen Dinge, KGV, EBIT und so weiter. Und dann letztendlich abschließend möchte ich noch mal ganz kurz eine ganz wichtige Sache sagen. Niemand da draußen, ja, kann in allen möglichen Bereichen so viel Expertise aufbauen, dass er wirklich fundierte und sinnvolle Investmententscheidungen treffen kann. Ja? Du kannst unmöglich irgendwie in 5 oder 10 verschiedenen Branchen gleichzeitig so viel Know-how aufbauen, dass du dir da vernünftige Investmententscheidungen erarbeiten kannst. Ja? Bezüglich Aktien zum Beispiel. Da könntest du auch theoretisch gleich einen Schimpansen irgendwie die Aktie auswählen lassen in Branchen, wo du einfach nicht so viel Ahnung hast. Und da gibt es eine große sozusagen Community da draußen, also eine große Gruppe da draußen, auch von Experten und alles Mögliche und Tradern und so weiter und Analysten und erfolgreichen Leuten, meinetwegen und so weiter, die sagen, die Chartanalyse, also das sind so Tools, ja, also, oder Regelwerke oder wissenschaftliche Errungenschaften wie die Chartanalyse. Also das ist sozusagen was die Profis auch nutzen und wenn du es richtig beherrschst, das kannst du auf alles anwenden.
Und ich würde einfach sagen, und ich sage das aus meiner eigenen Erfahrung, ja, ich habe das auch zumindest teilweise geglaubt, eine lange Zeit, dass es nicht, mir persönlich genügt es nicht, zu sagen, ich lerne die Charttechnik und dann wende ich das auf alles an und dann habe ich quasi insgesamt mehr Gewinner als Verlierer am Jahresende. Das reicht mir nicht. Das heißt, ich wende auch Charttechnik und so weiter, behalte ich im Hinterkopf, ja, wende ich auch an, aber ich suche mir insgesamt nur Aktien aus, dann letztendlich in Branchen, wo ich auch wirklich selber Ahnung habe. Mindestens mal für ein Jahr in der Branche, wo ich selber drinnen gearbeitet habe, ja. Ich bin zum Beispiel schon 2003, 2004 mal von Raffinerie zu Raffinerie gefahren, habe dort irgendwelche Software verkauft und so weiter. Also das ist schon sehr lange her. Aus meiner Familie kommen einige aus der Energiebranche, ja. Deswegen war schon mein ganzes Leben lang Energie immer wieder ein Thema. Ich komme aus der IT-Branche, habe dort lange viel zu tun gehabt und so weiter. Das heißt, da gibt es eine ganz große Möglichkeiten in diesen Branchen, wo ich eben Tiefenkenntnisse habe teilweise. Und hier kann ich eine ganz andere, in Kombination vielleicht mit der Charttechnik, ganz andere, fundamental viel sinnvollere und es läuft auch wirklich dann auch besser, wenn du es so machst. Das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Entscheidungen treffen, als wenn du sagst, naja, ich lerne die Charttechnik und wende es auf alle möglichen Aktien an. Am besten lasse ich noch irgendwie so eine Signalsoftware laufen, ja, und jedes Mal, wenn die mir irgendwie ein Signal rüberschmeißt, dann investiere ich da. Du stehst einfach nicht so stark dahinter deinen Investments, wenn du das über eine Signalsoftware machst oder sowas, auch wenn es da viele gibt, die gut dran verdienen, sowas zu verkaufen oder so. Weil wenn du jetzt dir eine Aktie wirklich so anschaust, dass du sagst, hey, mit der habe ich sogar schon mal, mit der Firma, die kenne ich sogar, da habe ich schon mal mitgearbeitet mit den Produkten und so weiter. Ich habe Tiefenkenntnisse in der Branche und nehme dann noch irgendwie Charttechnik mit rein und nehme dann noch Kennzahlen mit rein, ja, dann hast du eine ganz andere, dann stehst du ganz anders hinter deiner Investmententscheidung, als wenn du einfach nur eins von diesen Dingen hernimmst, ja. Und ziehst es auch dann viel besser und professioneller durch, ja, deine Entscheidung. Das wollte ich abschließend nochmal sagen zum ganzen Thema Aktienauswahl und welche Aktien soll ich am besten kaufen. Es muss wirklich sozusagen diese Kombination sein, ja, aus Charttechnik, aus KPIs, also Key Performance Indicators, also Kennzahlen. Und eigenes Wissen, das du schon mitbringst in einer bestimmten Branche oder zwei bestimmten, je nachdem, Branchen, dann letztendlich hast du auch eine gute Chance, langfristig immer wieder auf der Gewinnerseite zu sein, meiner Meinung nach. Und deswegen gibt es auch nicht sowas wie so allgemeine Rezepte. Ja, glaube ich nicht mehr dran, sorry. Hat für mich nie besonders gut funktioniert. Ja, rein über irgendwelche Charttechnik oder rein über irgendwelche Tools und so weiter meine Entscheidungen zu fällen und dann hast du halt immer so viel Gewinner, so viel Verlierer und am Strich hast du dann auch nichts Besonderes dabei gewonnen und du weißt am Ende auch gar nicht genau warum. Okay, das soll es gewesen sein bei dieses Video zum Thema welche Aktien kaufen, Aktienauswahl und so weiter, was spielt da für eine Rolle, besonders wenn du auch Neuling bist, ein Einsteiger. Ich hoffe, ich konnte da ein bisschen weiterhelfen. Wenn das Video gefallen hat, gib mir bitte einen Daumen hoch. Ansonsten siehst du hier oben die Möglichkeit, meinen Kanal zu abonnieren. Und hier siehst du schon das nächste Video. Kannst du dir auch gleich anschauen oder eben für später reservieren, bookmarken. Und dann würde es mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video eben wiedersehen. Ich wünsche dir viel Erfolg soweit und eine schöne Zeit bis zum neues Jahr. Wünsche ich dir auch schon mal vorweg, wenn wir uns dann nicht mehr hören, 2020. Und das wird ein interessantes Jahr. Und ja, guten Rutsch. Daumen hoch nochmal und bis dann. Tschüss, dein Thomas Klein.